Pflanzen besitzen die Fähigkeit, Krebszellen dazu zu bringen, sich selbst zu zerstören. Dass eine gemüsereiche Ernährung für den menschlichen Körper gesund ist, steht außer Frage. Jedoch haben jetzt neuere Studien explizit bewiesen, dass gewisse Stoffe in Pflanzen, sogenannte Phytonährstoffe, aktiv gegen Krebsleiden helfen können oder auch Krebs vorbeugen können. Ein gutes Beispiel dieser Pflanzennährstoffe ist das Sulforaphan. Dieser Phytonährstoff befindet sich vor allem in grünen Kohlgemüse, also in Brokkoli, in Grünkohl, in Blumenkohl, aber auch zum Beispiel in Weißkohl, in Rosenkohl. Und Studien haben bewiesen, dass die Phytonährstoffe in diesen Gemüsesorten Krebszellen dazu bringen, sich selbst zu zerstören. Wie funktioniert das genau? Es wird ein Enzym im Körper gehemmt, welches im Grunde für die Stabilität der DNA zuständig ist. Das heißt, die Zellen werden im ersten Schritt instabil. Da ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass es wirklich nur die Krebszellen betrifft. Und in einem zweiten Schritt wird ein Prozess getriggert, der nennt sich Apoptose. Das ist quasi wie ein Selbstzerstörungsprogramm der einzelnen Zellen. In dieser Studie wird von einer P21-Expression gesprochen. Von der Wirkung des Enzyms, also der Destabilisierung der DNA, sind auch normale Zellen für einen ganz, ganz kurzen Zeitraum betroffen. Von der getriggerten Apoptose, also dem Selbstmord der Zellen, da sind allerdings wirklich nur selektiv die Krebszellen von betroffen. Gesunde Zellen bleiben davon unberührt. Die Wirkung ist also streng selektiv. Das bedeutet eigentlich das, was wir alle schon wissen. Wir sollten natürlich viel mehr Gemüse in unseren täglichen Speiseplan einbauen. Jetzt gibt es auch nochmal den wissenschaftlichen Nachweis. Vor allem, wenn man mit Krebs zu tun hat, entweder einen gutartigen Tumor oder einen bösartigen Tumor. Auch zur Prophylaxe eines Krebsleidens macht es Sinn, vor allem diese eben aufgezählten Gemüsesorten regelmäßig in den Speiseplan einzubauen. Da eine gute Nährstoffversorgung für einen gesunden Körper unabdingbar ist, ist vielleicht auch für dich nochmal unsere Playlist des Nährstoff-ABCs interessant. In dieser Playlist gehen wir auf die verschiedenen Nährstoffe ein, immer im Zusammenhang mit bestimmten Krankheiten, mit bestimmten Symptomen und welche Nährstoffmängel eventuell die Ursache sind für deine Beschwerden. Klicke einfach hier oben links auf die Infokarte, dann kannst du dir die Playlist mal anschauen, dir vielleicht das ein oder andere Video auspicken, was besonders interessant für dich klingt. Und falls du uns weiter unterstützen möchtest, freuen wir uns über ein Like und ein Abo und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, tschüss!